herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, der April ist schon wieder um, es ist Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Und deswegen gibt es schon wieder die April-Favoriten von mir. Ja, und ich hoffe, das Video gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir fangen an mit einem Produkt, was ich euch jetzt wahrscheinlich in jedem Favoriten-Video, in jedem Haul, in jedem Aufgebraucht-Video zeigen werde. Und zwar mein Lieblingshaarspray. Das Dreiwetterschaft Power Haarspray, mega stark mit Kaschmir-Touch. Es ist das beste Haarspray, es verklebt nicht, es hält, es riecht angenehm, es ist nicht teuer und deswegen immer wieder ein Nachkaufprodukt von mir. Dann habe ich diesen Monat ganz oft verwendet den Just Dreamlike Blush aus der P2 LE. Das ist der 010 Hearts Desire. Ich habe aber auch den anderen oft benutzt, weil ich die beide einfach wahnsinnig schön finde. Die machen so ein schönes, also man ist sehr erfrischt, sieht man aus und man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird im Gesicht, das muss ich sagen, aber ich finde den so wunderschön. Und also da, die sind wirklich super pigmentiert auch, das habe ich euch auch, glaube ich, schon mal gezeigt, auch ich glaube auch in einem Favoritenvideo, und der ist einfach so schön. Und deswegen, ja, muss ich euch den unbedingt zeigen, und falls ihr den noch bekommt und noch nicht habt, dann schlagt auf jeden Fall zu, weil das ist echt ein Blush. Ich meine, er schimmert, er glitzert, aber ich finde, im Gesicht ist es gar nicht so schlimm. Und wenn man den ein paar Mal benutzt hat, ist es auch nicht mehr so extrem obendrauf. Deswegen kann ich euch den auf jeden Fall ans Herz legen. Dann habe ich diesen Monat ganz oft verwendet. Das habe ich auch, glaube ich, in meinem Haul gezeigt. Und zwar den P2 Long Lasting Shine Maxi Lipstick. Das ist der hier. Und zwar, das ist die Farbe 010 Endless Rose. Und das ist eine schöne Farbe, er wird nur leider sehr weich und ist ein bisschen schwierig dann die Spitze. Aber er ist trotzdem für den Preis auf jeden Fall gut. Ich möchte mir davon noch andere Farben anschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch andere Farben finde, die mir zusagen. Aber der ist wirklich sehr perfekt, weil er nicht zu extrem ist, aber man hat halt einfach was auf den Lippen. Und ich finde, das rundet so ein Make-up immer nochmal auf. Ab, wenn man nochmal wenigstens einen dezenten Lippenstift drauf hat, weil mit Lipgloss kann ich mich im Moment irgendwie so gar nicht anfreunden. Deswegen ist der wirklich, wirklich gut. Dann noch ein Lippenstift, den ich wirklich liebe. Ich habe ihn auch gerade im Moment drauf. Und zwar ist es die 05 Cool Nude aus der Essence Isle of Nude Serie. Genau, das ist der hier. Es ist auch, wie gesagt, genauso wie der andere auch, so ein Ton, der immer geht, der zu jedem Make-up passt, und man hat trotzdem was auf den Lippen. Und es ist ja auch so ein bisschen 90er-Look mit diesen Nude-Lippen, was da jetzt wiederkommt. Aber ich finde es echt cool. Und da gibt es noch die 03 von Essence, den ich auch habe, der auch super gut ist. Die 05, da hat mich übrigens die Sanylicious 0509 draufgebracht, weil sie liebt den auch. Ich verlinke euch den Kanal mal unten. Und ja, das ist auf jeden Fall die 05 Cool Nude. Und ja, falls ihr so einen nuden, schönen Kylie Jenner Lipstick sucht, dann ist der auf jeden Fall der richtige. Ja, gar noch nicht so lange habe ich das jetzt. Ich habe das erst jetzt ein paar Tage. Aber ich muss euch das jetzt schon mal zeigen, weil das im Moment gibt, neu gibt. Und ihr müsst es euch zulegen, falls ihr Lidschatten mögt. Und zwar die The Nudes Maybelline New York Palette. Sie ist der Hammer. Ich war am 1. Mai in so einem Park, waren wir grillen und so weiter. Und da war ich den ganzen Tag unterwegs. Ich habe mich bewegt und ja, also ich habe eine Base aufgetragen und es hat den kompletten Tag gehalten. Es war nicht annähernd verschmiert oder es ist auch nicht in diese Augenfältchen gegangen. Die ist einfach perfekt. Und es sind einfach so Farben, die immer gehen. Die passen immer. Ich zeige euch die nochmal so. Und es ist wirklich perfekt. Also hier hinten sind auch nochmal so Tipps drauf, welche Farben man am besten zusammen verwenden kann, wenn man das nicht so gut weiß. Vielleicht so für Anfänger ist es gar nicht mal schlecht, finde ich. Steht auch drauf, 13 Looks in einer Palette. Ja, also ich finde die wirklich sehr gut. Ich hoffe, Maybelline bringt noch mehr Paletten auch raus, vielleicht auch mit ein paar anderen Farben noch, so vielleicht auch wieder so eine ins Rosa gehende, so eine Rose-Paletten gibt es ja im Moment auch ganz oft. Oder einfach so knalligere Farben oder so, weil da bin ich echt begeistert. Das hätte ich niemals gedacht und es hat wirklich den kompletten Tag gehalten. Heute habe ich auch hier im Innen
Winkel vom Auge habe ich auch hier den ganz hellen Ton drauf und den da drunter habe ich auch auf dem Auge. Also die zwei habe ich auch heute auf dem Auge und die halten bisher auch den kompletten Tag schon. Und deswegen, also die kann ich euch vor allem für den Preis ist auch vollkommen in Ordnung, 9,95. Also die kann ich euch wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. So, dann kann ich auch nur immer wieder in die Kamera halten, dass ich die Alverde Körperbutter total mag. Also ich habe im Moment sehr trockene Haut. Die juckt auch total und eine normale Creme oder Bodylotion von Balea reicht mir im Moment nicht. Die habe ich sonst immer benutzt, so im Sommer und so hat mir das eigentlich immer gereicht, aber im Moment geht es leider überhaupt nicht. Und ich habe die Nuss in Nuss oder Karité-Butter, Nuss irgendwie war das, glaube ich, habe ich aufgebraucht schon von Alverde, aber da war der Duft irgendwann ein bisschen zu viel. Also so die erste Woche war es ganz gut, aber irgendwann konnte man es halt einfach nicht mehr riechen. Jetzt habe ich mir die in Vintage Rose gekauft. Und ich muss dazu sagen, ich hasse Rosenduft, aber ich konnte diese anderen Duft nicht mehr riechen und ich brauchte die war leer und ich brauchte eine neue. Und habe mir gedacht, probierst es einfach mal aus. Und was soll ich sagen? Also es ist gar nicht so krass Rose. Es ist in Ordnung. Ja, also es ist wirklich in Ordnung. Weil ich finde, es riecht auch nicht so nur nach Rose. Es riecht so, wie soll ich das sagen? So ganz dezent pudrig rosig, würde ich sagen. Und so Düfte mag ich. Und deswegen ist der Duft wirklich auch okay. Und den kann ich vielleicht sogar auch noch eine zweite Packung ertragen. Und ich hoffe, für den Sommer kommen dann nochmal andere raus. Aber die für Trockenhaut, Leute, ich kann sie euch einfach nur empfehlen. Also sie hat ja auch gute Inhaltsstoffe, Alverde und so. Und das finde ich auch echt gut. Und ja, die kann ich auch, euch auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Dann den ganzen April benutzt auch von Alverde und auch was mit Rose. Da habe ich mich auch irgendwie dran gewöhnt, weil ich das Produkt wirklich gut finde. Und zwar das Gesichtsöl Wildrose pflegt intensiv und reichhaltig für trockene Haut. Das habe ich mir gekauft, weil ich trockene Stellen im Gesicht hatte, die mich genervt haben. Weil immer, wenn ich geschminkt war mit Make-up, irgendwann fing es an, krümelig zu werden an den Stellen. Und das muss ja dann einfach nicht sein. Und dann nehme ich halt, das ist so eine Pipette mit dem Öl. Und dann kann man das so raustropfen auf die Hand. Und dann nehme ich so ein paar Tropfen, drei, vier Tropfen oder was. Und mische das dann in der Hand mit meiner Gesichtscreme. Und dann trage ich das einfach ganz normal auf. Und ich muss echt sagen, ich habe hier immer ganz extrem trocken. Und die Stirn sowieso. Allein wegen Pony und Haarspray und so. Und es ist wirklich besser geworden. Deswegen finde ich das Produkt wirklich gut. Und ich meine, es kostet ein paar Euro. Ich kann euch leider gerade gar nicht sagen, wie viel. Aber ganz ehrlich, ich habe die den ganzen Monat benutzt und man sieht kaum, dass da irgendwas weg ist. Also weil man halt immer nur so ein paar Tropfen braucht. Und ja. Deswegen kann ich euch das echt empfehlen. Also man kann es auch für Hals und Dekolleté auftragen. Und es ist vegan, falls jemand von euch das interessiert. Und ja, also falls ihr trockene Haut im Gesicht habt, dann kann ich euch dieses Öl sehr empfehlen. Dann habe ich ein Parfüm, was ich besonders zum Frühling sehr liebe, und zwar das Jil Sander Sun. Und das ist wirklich ein super Duft. Also er ist sehr schwer, aber ich finde, er erinnert sehr an Frühling und Sommer. Deswegen benutze ich den so gerne. Und das ist unfassbar, wie lange der schon hält. Ich habe den schon, glaube ich, 2 Jahre jetzt. Und ich habe den geschenkt bekommen und so teuer sind die ja gar nicht. Aber ich liebe den Duft einfach. Wenn das leer ist, das ist das Erste, was ich mir sofort nachkaufe. Weil der kostet, glaube ich, nur 20, 30 Euro, der Duft. Finde ich voll okay und der Duft hält ewig. Also das ist wirklich ein super Parfüm, was ich wirklich, ja, auf jeden Fall ständig benutze. Also ich habe auch manchmal richtig das Bedürfnis, dieses Parfüm zu benutzen. Und ja, falls ihr so schwere Düfte mögt, so süßlich, so, ich kann es gar nicht genau, also süßlich, schwer, Ja, ist schwer zu beschreiben. Also riecht auf jeden Fall mal dran. Ist für mich der perfekte Frühling-Sommerduft und ich benutze den einfach super gerne. Dann habe ich neu für mich entdeckt und zwar Trockenshampoo von Balea Trended Up mit Crazy Vanilla, das Spray-on-Trockenshampoo. Und ich fand das super praktisch, dass es zum Sprayen ist, weil ich fand dieses Gepudere da immer total nervig und das ist wirklich einwandfrei zu verwenden und es ist einfach, einfach in der Anwendung und es bringt auch wirklich was. Also ich finde, das mattiert halt die Haare so ein bisschen, vor allem so am Ansatz, wenn die schon so ein bisschen anfangen fettig zu werden. Und so für zwischendurch zum Auffrischen finde ich das echt gut. Und dieser Duft ist wirklich richtig, richtig extrem vanillig und sehr angenehm.
Deswegen finde ich das auch super gut und ich hätte nie gedacht, dass mir Trockenshampoo mal gefallen würde. Und ja, deswegen, falls ihr nach einem Trockenshampoo-Spray sucht, dann ist das auf jeden Fall auch vielleicht was für euch. Dann sind wir schon beim letzten Produkt. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob es das überhaupt noch gibt. Ich glaube aber nicht, weil ich habe das mir ein bisschen aufgehoben. Ja, und zwar ist das von Balea die Douche Lotion Beautiful Feelings. Und die hatte ich noch so im Schrank. Ich habe ja so ein paar Duschgele und das dauert halt immer eine Weile, bis ich dann alle aufgebraucht habe. Und Leute, also ich habe schon, als ich es gekauft habe, habe ich so gedacht, okay, du duschst dreimal und dann kannst du es nicht mehr riechen. Aber in dem Moment fand ich es halt geil, oh, es tropft. Es ist doch nass aus der Dusche. Aber ich muss nochmal dran riechen, um euch irgendwie zu beschreiben, wie es riecht. Oh, das ist so gut. Ich traue ihm jetzt schon nach, wenn es leer ist, aber es ist einfach so lecker. Also hier steht drauf, dass es so tropische Früchte sind, glaube ich. Ja, exotische Duftkomponente, Magnolien, Moschus und Granatapfel. Also ich finde, es riecht einen ganz kleinen Ticken blumig, aber wirklich nur ein bisschen. Dann riecht sehr fruchtig und dazu noch nach Kokos. Und es ist einfach, oh, da habe ich richtig Bock auf Urlaub, jedes Mal, wenn ich duschen gehe. Und also ich glaube, es gibt es nicht mehr, sonst würde ich mir, glaube ich, gleich 10 Tuben holen. Es ist der Hammer, wie gut es einfach riecht. Und ja, vielleicht habt ihr das ja auch noch ergattern können. Ich glaube, es gab es letztes Jahr so im Herbst oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall nächstes Mal, wenn ich im DM bin, schauen, ob ich das noch bekomme. Ich glaube aber leider nicht, aber dieser Duft ist einfach Suchtfaktor pur. So, ja, dann sind wir schon durch mit meinen April-Favoriten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schreibt mir doch gerne mal in die Infobox, was eure April-Favoriten waren. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne Zeit und bis dann. Ciao!